In diesem Video. Ey, wie gesagt, du brauchst hier nicht Knöpfe drücken, da ist eh nicht. Alter, doch, da ist was. Da ist echt nichts. Okay, schade. What? Wir sind mal wieder unterwegs im Baubattle. Heute mal mit dem Beats. Moin. Moin, moin von 8 bis 9. Ja, Leute, wir werden heute mal kleine Bauhacks testen. Der Beats hat eine Seite, ich habe eine Seite. Und wir werden das so machen, dass wir dann in einem Haus kleine Bauhacks einbauen. Ja, Beats, ich würde sagen, für die Aktion gerne mal ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, ich bin heute mal auf dieser Seite. Dann bist du mal heute auf der anderen Seite. Und bin mal gespannt, ob dir die Seite mehr Glück bringt. Weil die bringt ja, wie man weiß, immer mehr Glück, meine Seite, ne? Du führst doch schon wieder irgendwas im Schilde hier. Ja, was denn? Weiß ich nicht. Irgendwas ist hier vorgebaut. Warte mal hier. Irgendwas ist hier drunter versteckt. Beats, komm weg da. Das reicht. Da ist irgendwas. Geh jetzt weg! Beats! Okay, dann würde ich sagen, muten wir uns. Wir hören uns so in 10, 15 Minuten, würde ich sagen. Dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, also Leute, ich hatte gerade wirklich ein wenig Angst, dass mein Prank jetzt schon auffliegt, denn der Beats hat wirklich recht. An diesem kleinen Prank habe ich wirklich keinen Spaß 5 Stunden dran gesessen. Ihr werdet es auch gleich verstehen. Ich gehe hier nämlich einmal ganz kurz herunter. Das müsste... Boah, ich muss jetzt aber mal ganz kurz gucken, wo das hier ist. Hier, genau. Ihr seht es, ich habe hier... Ich gebe mir mal ganz kurz Night Vision. Ich habe hier ein komplett Haus gebaut. Ich musste dieses Haus auch einfach mal selbst bauen. Hier sieht man das Haus einfach, denn ich habe ein sich drehendes Haus gebaut. Das heißt, wenn ich auf einen speziellen Knopf drücke und dieser Knopf ist hier vorne versteckt, dann erscheint einfach mal dieses Haus. Und ich war, wie gesagt, wirklich mehrere Stunden dran, 5 Stunden dran, um die Mod überhaupt erstmal zum Laufen zu kriegen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal. Also Leute, macht euch gespannt auf den absoluten Wahnsinn, wenn ich jetzt hier diesen Knopf drücke. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das an. Daran war ich einfach mal mehrere Stunden dran. Ihr seht, es ist ein sich drehendes Haus. Alter, ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Lasst unbedingt dafür einen fetten Like da, Leute. Wirklich 4-5 Stunden fließen in diesem Prank rein. Denn mein Plan war, ich baue auf dieser Seite einfach mal ein richtig, richtig schlechtes Haus, dass der Beats sich wieder denkt, ey, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, wird er sich denken. Und dann irgendwann hau ich einfach mal dieses fette Haus hier heraus. Ich muss dazu sagen, ich kann es von innen nicht so krass beschmücken, weil es gibt ein Limit, deswegen ist jetzt hier auch keine Wand. Ein Limit, wie viele Blöcke man drehen kann. Und wenn ich zu viele Blöcke versuche zu drehen, dann funktioniert das nicht. Aber ich denke mal, das ist ja schon verrückt genug. Natürlich muss ich jetzt... Wobei, soll ich die Knöpfe entfernen? Ich kann das auch so ein bisschen als Steine tarnen, ne? Ja, komm, ich mach das so, als wäre das so ein Steinweg. Ja, das ist eine gute Idee, Leute. Dann machen wir das so. Wir bauen jetzt hier quasi einen Steinweg. Und um euch vielleicht mal ganz kurz zu erklären, wie das Ganze überhaupt abläuft. Ich habe hier Kleber in der Hand. Also ich habe hier generell so eine Mod, die nennt sich Create Mod. Und damit kann ich halt ganz viele Mechanismen in die Minecraft-Welt reinbringen. Ich habe dem Beats aber nur vor der Aufnahme gesagt, dass ich die Mod reingetan habe, weil es hier auch solche komischen Slabs gibt und so weiter. Und das ist jetzt quasi alles festgeklebt an einer sich drehenden Platte. Bisschen kompliziert zu erklären. Wenn ihr wollt, dass ich euch das mal vielleicht in einem anderen Video erkläre, lasst wie gesagt ein Like da. Aber im jetzigen Standpunkt seht ihr, da dreht sich einfach mal die Platte. So, was ich mir jetzt dachte, ist, wir bauen, wie gesagt, jetzt hier so ein abgeranztes Haus. Also, wie gesagt, echt nichts Krasses. Ja, es sollte vielleicht nichts zu abgeranztes sein, aber es sollte, wie gesagt, auch nicht zu krass sein. So eine Mischung sollte es sein. Wenn ich die Blöcke jetzt hier allerdings ganz normal platzieren würde, dann würde sich bei der Drehung diese Blöcke entfernen. Deswegen habe ich hier so einen Kleber in der Hand und ich muss die Blöcke platzieren, während ich diesen Kleber in der Hand habe. Deswegen seht ihr schon, bam, jetzt klebt hier einfach mal der Kleber an den Blöcken. Und wenn ich jetzt hier einmal auf diesen Knopf drauf drücke, dann seht ihr, dann werden die Blöcke mitbewegt. Aber nur, wenn ich diese Kleberblöcke benutze. So, zack, bam. Und jetzt drehe ich das Ganze schon wieder. Und wir sehen einfach mal, das kann jetzt hier unser Haus werden. Ich hoffe, wie gesagt, nur, dass wir nicht das Limit überschreiten. Eine Minute, 37 Sekunden später. Also, ich denke mal, ich habe es schon mal ganz gut erwischt, dass das echt schlecht aussieht. Diese komischen Stick-Klebeblöcke, die wird man übrigens nicht sehen. Die sieht man jetzt gerade nur, weil ich das Item in der Hand halte. Wenn ich das wegpacke, sieht man sie nicht mehr. Also ist ungefähr vergleichbar mit Barrier-Blöcken. Und ich würde sagen, Freunde, ich mache jetzt hier dieses komische Haus. Ich glaube, er wird sich trotzdem so krass wundern. Aber, naja, wir gucken mal. Hoffentlich funktioniert das noch, dass ich dieses Haus jetzt überhaupt bauen kann, weil, wie gesagt, wir haben ein Block-Limit und ich hoffe, das ist nicht erreicht. Doch, es ist
ist erreicht. Nein. Ja, das ist das, was ich schon vermutet hatte. Wenn ich hier zu viel drauf baue, dann kann ich das nicht mehr drehen. Und das ist jetzt hier passiert. Oh Gott, ihr seht, eigentlich, ich habe nichts verändert und es lässt sich nicht mehr drehen. Dementsprechend muss ich mal zusehen, dass ich hier vielleicht ein paar Blöcke entferne oder das Haus noch kleiner mache, als es schon ist. Also Leute, so lässt sich das Haus auf jeden Fall noch drehen. Das heißt, ja, es geht ohne Probleme, wenn ich jetzt theoretisch nicht mehr baue. Das heißt, ich werde in Beats einfach vertickern, dass ich so ein offenes, kaputtes Haus gebaut habe, wie man es auch immer nennen möchte. So, dann mache ich das hier einfach noch so ein bisschen abgeranzt. Oh mein Gott, das wird der Beats nie im Leben glauben. So, zack, hier vielleicht noch ein paar Spinnnetze hin, die so auch kleben müssen, denn wie gesagt, jeder Block hier muss natürlich geklebt werden, weil, obwohl, ich glaube, das funktioniert, jetzt schon nicht, weil wie gesagt, wenn ich die Blöcke nicht klebe, dann würden sie einfach in der Luft schweben, wenn ich die Platte hier drehe. Und mal ganz kurz, ob das hier immer noch funktioniert oder nicht. Buttons, so, Buttons ganz kurz hier nochmal neu platzieren. Ja, es geht immer noch, perfekt. So, dann können wir es einmal ganz kurz zurückdrehen und ihr seht, das hat sich, glaube ich, gerade mitgedreht. Zack, das kommt hier hin und der Block muss auch noch geklebt werden. Okay. Das funktioniert so nicht. Diese Cobweb-Blöcke, ihr seht, die werden irgendwie nicht mit bewegt. Warum auch immer. Egal, Leute, wir lassen es einfach mal so, würde ich sagen. Ich denke mal, das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt muss ich hier noch irgendwelche Sachen mir aus der Nase ziehen, die einfach gar keinen Sinn ergeben. Ich werde mir irgendwas ausdenken, Leute. 12 Sekunden später. So, jetzt will ich aber hier noch eine kleine Fläche bauen, die einfach weggezogen wird. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Es ist aber gar nicht so kompliziert, wie es sich eigentlich anhört. Und zwar, Leute, machen wir jetzt Folgendes. Ich platziere jetzt hier einmal diesen Motor. Das ist, wie gesagt, auch von der Mod. Dann kommt jetzt hier einmal dieser Sequence Gearshift hin. Damit kann ich gewisse Sachen gleich steuern. Hier kommt ein Radial Chassis hin. Nein, das war falsch. Hier kommt nämlich ein Sticky Mechanical Piston hin, der in diese Richtung zeigen muss. Und dann kommt noch einmal hier, wir haben 4 Blöcke, müssen wir das Ganze hier noch verlängern. Denn damit können wir quasi gleich die Plattform von links nach rechts verschieben. Hört sich noch komisch an. Ihr werdet es aber gleich verstehen, Freunde. Fällt gerade auf. Ich habe hier aber eine Kleinigkeit falsch gemacht. Also, ihr seht, ich habe jetzt hier mit der Mod quasi einen Motor genommen. Also, das hier ist der Motor. Damit sage ich eigentlich nur, was der Piston genau machen soll. Er soll von links nach rechts einmal fahren, wenn ich auf den Knopf drauf drücke. Und jetzt klebe ich einmal hier die Blöcke fest. So, zack, 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 zack. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drauf drücke, wird der Boden einfach weggepumpt vom Piston, weggeklebt, wie man es nennen möchte. Man sieht's, bumm, der Boden fährt einfach mal weg und jetzt würde man theoretisch auch hier unser Haus sehen, was sich gleich an die Oberfläche dreht. Also, ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr verrückt. Ich glaube, das lasse ich einfach mal so. Ganz ehrlich, Leute, wie gesagt, es ging mir nie darum, um ein Baubattle. Ich wollte den Beats einfach nur ein bisschen trollen. Das hier ist das Einzige, was ich in dieser Zeit theoretisch gebaut habe und das ist einfach mal ein Kistenlager. Ich denke mal, das sollte genügen, um den Beats gleich richtig zu trollen. Also, wie gesagt, wir können hier unser Haus drehen, dachte ich eigentlich. Hä, warum geht das nicht? Okay, jetzt habe ich es behoben. Jetzt funktioniert das auch wieder. Alter Schwede, der Beats wird gleich auf jeden Fall ganz doof gucken. Ich bin so gespannt darauf, was der Beats sagen wird. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal fürs Erste. Wir warten ab, bis der Beats rüberkommt. So, dann würde ich sagen, Beats, du hast was gebaut, ich habe was gebaut. Willst du rüberkommen? Soll ich rüberkommen? Meine Seite sieht sehr, sehr verrückt aus. Deine Seite sieht sehr, sehr chaotisch aus. Ich habe auch ein bisschen getestet und so natürlich, weil ihr müsst wissen, Leute, ich installiere mir hier Mods, ne, bevor ich loslege. Wahrscheinlich. Ich weiß natürlich, irgendwas hat Pat mit den Mods vor. So, und lol, das ist wirklich was hier. Ach, lol, du hast die Mods wirklich benutzt? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Krass. So, zum einen, es gibt in der Mod so Rohre. Siehst du diese Abflussrohre? Ja, ja. Flusspipe, ich sehe es, ja. Wusste ich selbst nicht. Sieht tatsächlich ganz cool aus, auch wenn du diese Kupferblöcke benutzt. So, und dann kannst du aber noch dünnere Rohre bauen. Das, so Lightning Rods, das sind Lightning Rods, genau. Ja. Die sehen exakt, also aus wie so Rohre, nur halt ein bisschen dünner, ne? Hier, ja, ganz normal eine, nice so. Eine Kanone, ne? Falls jemand angreift. Falls jemand angreift, hast du hier eine Kanone, ne? Ja, ja, ganz normal. Das ist ganz normal. So, jetzt kannst du aber mit diesen Dingern und mit einem von diesen Rohren eine eigene Kanone bauen. Die sieht viel cooler aus, finde ich. Warte mal, ich schau mal. Ja, doch, sieht, ey, voll cool. Also, coole Idee. Man könnte theoretisch auch so machen. Ah, okay, ja, das geht nicht, habe ich auch schon probiert, genau. Ah, okay. Genau, ja. Man kann nur einen Schuss feuern. Aber das sind zwei von diesen, boah, wie heißen die? Ja, einfach so Röhre halt, ne, so Leitungen. Ja. Und dann habe ich noch eine letzte Sache, und zwar eine Leiter,
die du auf beiden Seiten benutzen kannst. Das ist krass, das habe ich nämlich auch letztens irgendwo gesehen, weil dazwischen ist ja theoretisch keine Leiter, wenn ihr versteht, genau, was ich meine. Weil man hat ja immer eine Leiter, einen Platz frei. Und dann, ne, sieht man, kann man hier trotzdem ganz normal hochklettern, obwohl ja eigentlich die ganzen Leitern aneinander sein müssten. Genau, seht, wenn die ich kann jetzt man hier, unendlich hochbauen. Genau, wenn ich jetzt hier zum Beispiel versuche hochzuklettern, funktioniert es nicht, aber hier geht es, weil auf der Rückseite halt hier die Leiter platziert wurde. Und auf beiden Seiten, das ist natürlich das genau, Geile, ne? Genau, richtig cool. Ja, Beats, da hast du auf jeden Fall einen ordentlichen rausgehauen. Wofür sind die Diamanten hier? Da habe ich diese eine Kanone ausprobiert, was hier so machen kann. Okay, also, ich habe heute mal sowas, ja, sag ich mal, Zerstörtes gebaut. Also, du siehst, das hier ist mein Bauheck, könnte man sagen. Ich habe jetzt nichts so krasses gebaut, ne? Ich habe halt so Steine genommen als Knöpfe quasi, ne? Und wenn man halt weitergeht, du brauchst da nicht drauf, da passiert nichts. Sicher? Ja, da passiert nichts. In welchen Game Mode gehe ich? Ist egal eigentlich. Okay, ich bin jetzt im Advent. Ja, du brauchst hier die Knöpfe drücken. Da ist ja, ich drück alle. Doch, da ist was. Du bist so heiß drauf, dass ich die nicht drücke. Da ist echt nichts. What? Mann! Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Was passiert, wenn ich da drauf drücke und hier im Haus bin? Wow! Du bist einfach mal runtergeflogen. Alter. Also wenn man hier drin steht im Haus und dann, zack, hier drauf ist, steht, dann fliegt man einfach runter. Kannst du nochmal drauf drücken? Ui, lol, wie flieg ich denn? Also super, super verrückt. Hast du sowas schon mal gesehen? Nee. Das ist schon sehr, sehr krass, oder? So, jetzt kipp ich den Beats wieder weg. Lol. Hä, aber eine andere Frage. Hast du dann das eine Haus... Ah, nee, du hast immer... Okay, nee, die Frage hat sich schon erübrigt. Ja. Aber ist da nicht ein Teil vom Haus kaputt gegangen, wenn du hochläufst? Nee. Ist alles normal geblieben. Guck mal hier, warte. Ja, ich musste das Haus ein bisschen abreißen, weil es gibt so ein kleines Limit, wie viel du maximal bauen darfst. Aber so viel dazu. Aber ich will dir noch meinen Bauheck zeigen. Warte, ich drehe mal ganz kurz das Haus. Und zwar habe ich hier einfach mal einen Schrank gebaut und die Tür wurde weggerissen, fällt mir gerade auf. Scheiße. Ja. So, da sehen wir es. Auf jeden Fall hat man jetzt hier so einen Schrank. Und ich hab noch eine ganz kleine andere Sache vorbereitet. Und zwar hier... Zack. Und wenn du hier drauf drückst, Beats, guck mal drauf. Und. Nice. Also schon sehr, sehr krass. Man kann hier aber man müsste das quasi noch verschieben oder verstecken irgendwie, ne? Ja, das kann man machen. Das habe ich aber ein bisschen falsch gebaut, leider. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall super, super lustig, meiner Meinung nach. Aber warum warst du so heiß, da auf die Knöpfe zu drücken? Weiß ich nicht, weil die waren so random. Und dann warum? Hast du so, das war der Weg zum Haus. Gesagt, nee, die machen nichts. Ja, was soll ich denn sagen, Alter? Und ich drück weiter und du so, die machen nichts. Oh, oh mein Gott, Leute, bevor das Video losgeht, noch ganz kurz wissen, was ich hier gemacht habe, denn ihr seht einfach mal, ich habe hier schon eine Kleinigkeit vorbereitet und ich habe es wirklich wieder getan. Ich habe einfach mal ein drehendes Haus konstruiert, denn ihr seht, wenn ich jetzt hier hingehe und auf diesen Knopf drücke, dann dreht sich diese komplette Plattform und es kommt das moderne Haus heraus, aber das soll Kevin nicht sofort am Anfang sehen, sondern auf der anderen Seite werde ich ein ultra schlechtes Haus bauen, der Kevin sich denkt, ey, hat der noch alle Tassen im Schrank? Und wenn ihr denkt, dass ich noch alle Tassen im Schrank habe, lasst jetzt mal 1000 Likes auf dieses Video. Würde mich echt freuen. Viel Spaß beim Video. Heute ist es mal wieder soweit. Ein schönes Baubattle. Und wen könnte ich Besseres dabei haben als Clash Games? Was geht? Jetzt geht das schon wieder los, Alter. Na, alles gut? Na, hör auf! Okay, was geht? Alles Hallo. Gut bei dir? Ja, du willst wieder irgendwas hier mit mir machen, Pat. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst schon wieder. Genau, wir wollen nämlich beide ein modernes Haus bauen, da liegst du goldrichtig. Und das werden wir machen. Beide haben 10 Minuten Zeit, wir muten uns wie immer. Und ich bin gespannt, wie dein modernes Haus gleich aussehen wird, Kevin. Bis gleich. Okay, tschüss. Tschüss. Machst du wieder? Ich krieg das schon. Ja, komm, mach jetzt. Okay, dann tschüss. So Leute, denn ihr habt ja schon gesehen am Anfang des Videos, was ich hier vorbereitet habe. Dooferweise verschwinden immer ein paar diese komischen Grasblöcke. Das ist leider irgendwie nicht zu vermeiden. Ich war auch sehr, sehr lange dran, um das Ganze hier hinzubekommen. Und es sieht auch wirklich lustig aus. Das Verrückte an der ganzen Sache ist halt, dass hier in dem Haus aktuell nichts drin ist. Ich kann da auch nicht wirklich viel reinmachen, weil das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tür hier platziere,
Die muss ich nämlich mit dem Kleber hinkleben. Denn das Ganze funktioniert natürlich nur mit einer Mod. Seht, wenn ich das jetzt hier hinklebe, zack. Und dann jetzt einfach mal das Haus drehe. Dann ist die Tür leider gleich wieder weg, wenn ich das Ganze drehe. Zack, ihr seht, die Tür verschwindet. Weil viele Sachen kann man einfach nicht kleben. Also gerade solche Sachen wie Betten. Ich glaube, bei dem Bett ist das nämlich auch so, oder? Versuchen wir es nochmal ganz kurz aus. Ich glaube, das Bett müsste jetzt auch... Upsala. Das Bett müsste jetzt auch gleich verschwinden, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir drehen das Ganze einmal. Ja, wobei das Bett hat funktioniert. Okay, das Bett hat funktioniert. Das ist doch schon mal sehr schön zu wissen. Dann mache ich hier einfach nochmal so ein paar Kleinigkeiten hin. Ein Crafting Table, hätte ich gesagt. Einen Ofen. Ja, sowas halt, hätte ich gesagt. Viel Platz ist ja hier nicht wirklich im Hause. Das ist ja klar. Vielleicht kann ich sogar hier nochmal ein paar Glasblöcke hinmachen. Und wiege das Ganze vielleicht nochmal ein Stück moderner von der Seite. Zack. Machen wir einfach mal noch Glasblöcke hier rein. Joa, Leute. Und ich kann so viel sagen. Die andere Seite, die aktuell noch nicht existiert, die machen wir ja in super hässlich, ne, um es einfach mal so zu sagen. Denn diese Seite hier werden wir machen, dass wir hier, ja, wie nennt man es nochmal, so eine Art Dreckhaus haben, was wirklich schäbig aussieht, wo Kevin sich denkt, ey, sollten wir nicht ein modernes Haus bauen, kein ekliges Dreckhaus hier. Okay, und anscheinend spinnt das hier ein wenig herum. Aber wie dem auch sei, das hier wird also jetzt mein Dreckhaus hier. Wird auch ein bisschen größer, ne, also ein bisschen größer machen wir das Ganze hier schon. Aber so, dass man sich immer noch denkt, ey, Junge, was ist mit dir? Du hast gesagt, wir sollen ein gutes Haus bauen und dann rotzt die hier so einen Müll hin. Genau, ich muss nur beachten, dass ich nicht zu viele Blöcke platziere. Weil das Problem ist, wenn ich zu viele Blöcke platziere, kann ich die Plattform irgendwann nicht mehr drehen. Das müsste jetzt allerdings noch funktionieren. Nein, warte mal, das wurde nicht mitgenommen. Oh Gott, es wurde aber da in das Haus reingetan. Oh Gott, das soll hier natürlich nicht sein. Ich glaube, ich habe den Kleber falsch platziert. Und ich muss die Sachen immer festkleben an den Objekten. Wenn ich das Ganze nicht mache, dann löst sich das halt, wie ich das gerade schon gezeigt habe. Deswegen müsste ich eigentlich jetzt hier das so machen. Dann müsste es sogar, glaube ich, funktionieren. Wenn ich das jetzt hier so festklebe an die ganzen Sachen. Aber wir schauen mal ganz kurz nach. Und ja, okay, okay, jetzt hat es funktioniert. Sehr schön, Leute. Das heißt, unser Haus wird auf jeden Fall schon mal gedreht. Jetzt dürfen natürlich nicht noch so Kleinigkeiten fehlen. So ein Spinnennetz zum Beispiel. Was das Ganze nochmal ein bisschen abgeranzter macht, ne? Vielleicht auch nochmal, ja, irgendwas, was das Ganze nochmal ein bisschen hässlicher macht. Vielleicht so Stone-Blocks irgendwie in den Boden herein. Das sieht schon sehr schlecht aus, ne? Wirklich, sieht schon sehr, sehr schlecht aus. Aber ich glaube gerade deswegen, der erste Eindruck so unfassbar hässlich ist, das nochmal den Kevin verwirren. So, und ja, oh mein Gott, Leute, wie sieht das denn aus? Das ist richtig perfekt. Sehr schön, so richtig abgeranzt muss das aussehen, dass man gar keinen Bock mehr hat, überhaupt hier in das Gebäude hereinzugehen. So, Leute, alter Schwede, sieht das schlecht aus. Okay, 4 Minuten 50 haben wir aktuell noch Zeit. Guck mal, was wir hier noch einbauen können. Vielleicht diese Potzollblöcke auch nochmal hier rein. Sieht ja auch komplett wack aus, muss man wirklich sagen. Ist auch schon mal ganz gut. Das Ding ist halt, ich kann hier kein Wasser oder Lava oder so platzieren. Das funktioniert tatsächlich nicht, weil wenn ich das platziere, würde das halt gedreht werden. Das funktioniert halt nicht. Jetzt mache ich einfach noch so einen komischen Haufen hin, würde ich sagen. Ja, ich denke mal, das ist auch noch ganz okay. Einfach damit das noch ein bisschen abgeranzter wirkt, als es eh schon war. Genau, Leute. Ich glaube, der Kevin wird gleich auf jeden Fall sehr verwirrt sein, wenn ihr das jetzt hier so sieht. Okay, dann drehen wir das Ganze mal. Gucken, ob es geht. Es scheint soweit zu funktionieren. Ah, okay. Ein paar Spinnnetze wurden jetzt hier allerdings nicht mitgedreht. Das ist nicht so gut. Denn das war natürlich Sinn und Zweck des Ganzen. Okay, das heißt, das muss hier auf jeden Fall alles beseitigt werden. Sonst könnte es, ja, schlechter aussehen. Ja, gut. Okay, so funktioniert das. Also die Cobwebs kann ich anscheinend auch nicht drehen. Der Rest hat ja anscheinend funktioniert. Das heißt, das kann ich hier eigentlich alles soweit wegmachen. Das scheint alles zu funktionieren. Also zumindest der Rest. Würde ich sagen, Leute, das war's. Ich habe jetzt hier eigentlich alles soweit fertig gebaut. Warten wir jetzt ab, was der Kevin gleich gebaut hat. Er ahnt ja schon, dass er ein bisschen geprankt wird. Aber ich würde sagen, warten wir ab und bis gleich. Irgendwann später. So, Leute, Zeit ist abgelaufen. Kevin, du scheinst fertig zu sein. Ich komme mal rüber auf deine Seite. Ich bin wirklich jetzt schon gespannt, was du gebaut hast. Du bist zufrieden, oder? Ja, hätte ich mehr Zeit gehabt, dann wäre es noch cooler geworden, bin ich ehrlich. Aber es ist okay für die Zeit, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wir drehen uns um in 3, 2, 1. Ja, doch, so schön ästhetisch, ne, Kevin? Schau, schau.
Hier, wenn du hier, hier hast du, ne, es ist ja hier, ne, mit Panoramablick. Boah, so Leute, also da will man doch gerne mal runterspringen, oder? Also ein Körper. Ja, hier werde ich noch ein Geländer hinmachen müssen, aber hab ich gar nicht mehr darüber gedacht. Nee, aber sieht sehr geil aus. Ja, willst du noch was erzählen hier? Also ich hatte ein bisschen zu wenig Zeit, bin ich ehrlich, aber ich habe es probiert so, ne, mit so Quarz, so schönen Weiß und so schönen Parkettboden, ne, schön große Fenster. Die Stars. Und so ein bisschen wie im Himmel, ne? Ja, genau, ja. So ein bisschen so. Also, ne, ich habe keine Räume geschafft. Ich habe einfach nur das Gebäude so ein bisschen geschafft. Finde ich nice. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Ganze von Kevin gefällt. Und jetzt bist du bestimmt gespannt, was ich gebaut habe in der Zwischenzeit, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen rüber, Kevin, aber noch nicht umdrehen. Wir machen es spannend. Komm so mit dem Rücken hier hin, dann siehst du es gleich. Genau, weiter nach hinten. Ich tippe dich mal ganz kurz. Und 3, 2, 1, BÄM! Hier. Das ist kein modernes Haus, das ist so ein Kackhaufen. Doch, das ist ein schönes Haus. Pat, willst du da drin wohnen? Ja, hä, warum nicht? Findest du es nicht gut? Kevin? Also ich finde mein Haus schöner. Ehrlich? Ja, du hast halt einfach so einen Erdblock. Ja. Du hast doch gesagt, ein modernes Haus. Das ist jetzt nicht so modern. Ich dachte, das ist modern. So deine Bude auch zu Hause aus, wo du gerade aufnimmst. Ja, wenn ich nicht aufgeräumt habe, schon. Doch, ja, ja, genau. Was soll ich jetzt hierzu sagen? Also findest du nicht gut? Nee, ist so eine 2 von 10. Ja, okay, 2 von 10 ist nicht so gut. Aber egal, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns mal das andere Haus an. Dreh, guck mal hier nach vorne. So. Ja, wahrscheinlich, Digga! Dreht der doch wieder sein Haus um und auf einmal hat er hier ein cooles Haus. Ich fass es nicht. Wie findest du das Haus? Ich fass es nicht. Ja, das ist nicht mehr ein Kackhaufen. Das ist schon cooler. Das ist schon moderner, oder? Würdest du sagen? Oh Mann, ey. Ja, ja, da gebe ich ja. What is ja? Da kann man eigentlich nichts gegen sagen, oder? Würde ich behaupten. Ja, da gebe ich so eine 7,5. Finde ich gut. Du hast sogar auch ein Bett drin, sonst habe ich gar nicht gedacht. Ja, ein Bett habe ich noch. Crafting Table, Ofen darf ja auch nicht fehlen, ne? Nee, es sieht, es ist modern, ist schön. Das finde ich noch ein bisschen besser. Ja, nee, das Kackhaus, das finde ich jetzt nicht so gut, bin ich ehrlich. Weißt du was, dann geh mal in das Kackhaus da rein. Wieso? Geh einfach mal rein. Und jetzt, adios, amigo! Was, Digga? Hey, hallo! Moin! Ach du, Digga, jetzt bin ich im Boden, Pat, Hilfe! Hilfe! Findest du mein Haus immer noch so schlimm? Oh mein Gott. Moin Marcel. Also, wir werden heute ein Baubattle machen. Du hast richtig Bock, habe ich gehört. Ich bin so hyped. Du bist richtig hyped. Ja, linke Seite meine Seite, rechte Seite deine Seite. Hast einen geilen Skill, muss man sagen. Mein Vorbild. Ja, hab ich mir gedacht, okay. Mag doch heute mal passen die 100.000 Likes zu dem Namen. Also 100k, 100.000 Likes. Schaffen wir easy. Abonnieren nicht vergessen. Ich würde sagen, wir haben 10 Minuten Zeit, um uns ein wunderschönes Haus zu bauen. Und ich würde sagen, wir muten uns in der Zwischenzeit. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich, Marcel. So, Leute, es wurde nämlich mal wieder an der Zeit. Ich habe mir Marcel, einen Real-Life-Kollegen, geschnappt. Und er wird komplett tops genommen. Und zwar habe ich mir mal wieder die Immersive Portal Mod geholt. Das heißt, damit, also ich denke mal, ihr kennt es wahrscheinlich alle schon, damit kann ich ja super sinnlose Portale erstellen. Und ich dachte mir, heute haue ich aber wirklich eine richtig raus. Und zwar schnappe ich mir einfach mal hier eine Schaufel und mache das Ganze hier sogar schön. Ne? Also wir bauen zwar ein Haus, aber wir machen auch die Umgebung und so alles ein bisschen schön. Eine Brush, Spare und jetzt muss ich mal hier eine 2 reinschreiben und dann mal 2. So ist es, glaube ich, richtig, wenn ich mich täusche. Und, oh, okay. Doch, das sieht schon mal richtig aus, Freunde. Also, zack, jetzt machen wir nämlich hier erstmal so eine kleine Landschaft hin. Also auf ganz dezent so eine schöne Landschaft hier hin. So. Das sieht doch schon mal ganz okay aus, oder? Ja. Und das ist noch gar nicht fertig hier, ne? Es ist noch gar nicht fertig. Also macht euch auf jeden Fall auf was richtig Krankes heute gefasst. Und wenn wir dann hier diese kleine Landschaft gemacht haben, dann werde ich einfach mal in die Mitte so ein kleines Haus reinsetzen. So, zack. Dann haben wir nämlich hier schon mal so Berge am Start. Und das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus, würde ich sagen. So, hier nochmal ein bisschen höher, damit man auch nicht rüberschauen kann. So, zack, hier auch nochmal, damit das ein bisschen cleaner ist, der Übergang. Und das ist dann nämlich unser
unser Weg quasi, ne? Ich hoffe jetzt, dass diese Wand nicht rübergegangen ist zu Marcel. Aber so machen wir das jetzt einfach mal, ne? Sieht jetzt ein bisschen, ja, auch unordentlich aus, finde ich. Aber wir können das Ganze nochmal hier verschönern, indem wir jetzt hier ein bisschen Bone Meal hier und da platzieren. Vielleicht auch noch die ein oder anderen Bäume gleich, ne? Das war so zumindest der Plan. Hier könnten wir auch nochmal mit der Schaufel ein bisschen rübergehen, weil hier haben wir so eine kleine eklige Kante. So, schon deutlich besser, Freunde. Deutlich, deutlich besser. So, mein Plan war es jetzt, wie gesagt, dass wir ein super sinnloses Haus bauen. Ich meine, so viel Platz ist ja jetzt hier nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt hier so ein kleines Haus bauen, was von innen allerdings natürlich gigantisch ist, ne? Das ist ja ganz klar. So, dementsprechend hier vielleicht noch so ein kleiner Durchgang. So. Ja, Leute, richtig geil, richtig geil. So, hier haben wir also diesen kleinen Durchgang. Dann dachte ich mir nämlich, wir können jetzt hier nochmal so einen kleinen Wasserfall vielleicht hinmachen, ne? Kann ja auch nochmal ganz gut kommen, so. Vielleicht hier so, zack. So, oh ja, Leute, ey, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, ne? Vielleicht noch ein bisschen Zuckerrohr hier und da mal an einigen Stellen. Hier so ein kleiner Wasserfall, vielleicht hier auch nochmal so runter. Ja, let's go, Leute. Also ich finde es bislang schon mal gar nicht so verkehrt. So, hier auch nochmal ein bisschen Wasser. Hier auch noch ein bisschen Wasser. So, schön, schön. Ja, das also gefällt mir bislang ganz gut. Aber der Trolling-Teil, der beginnt natürlich gleich erst. Deswegen müsst ihr noch ein bisschen Geduld mitbringen, Freunde. Also, wir machen hier dann, wie gesagt, diesen kleinen Teil hin. Hier ein schöner Gravel-Weg, weil man ja auch wissen muss, wie man zum Haus hinkommt. So, und hier kommt dann quasi das Haus hin. Genau, und hier können wir Gravel hin machen. Vielleicht werde ich ihn auch ein bisschen trollen. Also ein kleines bisschen trollen. Irgendwie mal so eine kleine Falle einbauen. Ich meine, jetzt hier mit Gravel eignet es sich zum Beispiel ganz gut, dass er einfach mal in den Boden reinfällt. Das wäre zum Beispiel möglich. Oder wir machen so einen Übergang. Das sieht eigentlich schon wieder zu schön aus. Das sieht zu schön aus für Marcel. Aber so machen wir es heute einfach mal. Nochmal an einigen Stellen vielleicht ein kleiner Baum hin, damit das auch noch ein bisschen natürlicher wirkt. So, hier auch nochmal ein schöner Baum hin. Hier auch nochmal an der Stelle ein schöner Baum hin. Eieieiei. Also das hier wird... Warum geht das denn nicht? Das hier wird auf jeden Fall was echt Heftiges. Man könnte echt denken, ich habe das nicht selbst gebaut. Aber ich habe das selbst gebaut. Mit World Edit natürlich. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt hier vielleicht noch ein paar Blumen hinplatzieren. So ein paar Sonnenblumen oder sowas. Zack. Hier nochmal ein paar Sonnenblumen. Und hier vielleicht nochmal so eine kleine Blume. Zack, zack. Dann sieht das schon echt geil aus. Ja, ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so. Richtig, richtig geil. Da wird er sich, glaube ich, gleich wundern. Und hier kommt dann, wie gesagt, erstmal unsere kleine Stube hin. Ne? Klein hier natürlich in Anführungsstrichen, weil das wird natürlich ein richtig, richtig fettes Haus. Allerdings muss es von außen den Eindruck erwecken, als hätten wir hier so ein kleines, nuckeliges Haus hingebaut, was nicht wirklich groß ist. Das ist ja das, was ihn so verwirren soll. So, zack, hier auch nochmal, vielleicht auch nochmal so ein kleines Fenster hier rein, dass man sogar durchschauen kann. Dass man sieht, ey, das ist eine kleine Stube, nichts Besonderes hier. Soll einfach nur dazu dienen, dass man einen Unterschlupf hat. Zumindest, wenn man das Ganze von außen sieht. Wenn man dann reingeht, dann soll das Ganze natürlich schon mal anders sein. Aber ihr seht hier, kleines, schnuckeliges Haus ist am Start. So, also Freunde, da haben wir es eigentlich schon. Mir fällt gerade auf, ich kann hier nur sehr schlecht, wenn das Haus so groß ist, Fensterscheiben einbauen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich denke mal, wenn wir das jetzt trotzdem hier vielleicht, dass man so außenrum gehen kann. Ja, komm, wir machen das so. Wir machen so, dass man hier außenrum gehen kann. Und dann bauen wir vielleicht seitlich noch irgendwie so Fensterscheiben ein. Weil sonst kann man vielleicht gar nicht so einschätzen, wie groß das Haus überhaupt ist. So, jetzt haben wir hier nochmal Fensterscheiben hereingemacht. Hier haben wir auch nochmal Fensterscheiben hereingemacht. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall passen. Ich habe noch ein paar Mods reingehauen, zum Beispiel diesen Illusionsblock. Damit können wir zum Beispiel solche Blocks hier gestalten oder hier, Moment, solche Blocks hier gestalten. Das heißt, daraus können wir auch nochmal was sehr Lustiges basteln. Ich würde sagen, wir starten erstmal ein bisschen harmlos, Freunde. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir machen hier das allererste Portal hin. So, zack, das hier ist das allererste Portal. Und wir machen, wenn wir jetzt hier hereingehen, dass wir einfach mal hinterm Haus, sagen wir hier herauskommen. Ich denke mal, das ist für den Start schon mal ganz okay. Also es wird auf jeden Fall heute super verwirrend. Zack, hier sollen wir dann auf jeden Fall rauskommen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier anzünde, müsste es verknüpft sein. Perfekt, Leute, perfekt. Genau das wollte ich erreichen.
Das heißt, wenn man jetzt hier reingeht, kommen wir hinterm Haus heraus, ne? Und das ist ja schon mal super sinnlos. Alleine schaut euch das mal an, wie sinnlos das hier aussieht. WTF. Also, wir gehen hier rein, wir kommen hinten raus. Und eigentlich, ich bin gerade überlegen, wie kriege ich es noch sinnloser hin? Wir haben hinten einen Eingang, um dann quasi ins Haus hereinzulaufen, hätte ich gesagt. Oder so einen seitlichen Eingang. Ich überlege gerade, wie wir es am besten verpacken. Also erstmal hätte ich gesagt, wir schnappen uns hier so eine Tür, so eine ganz normale Tür, zack, sodass man auch nicht hereinschauen kann. Und erst wenn man hier durchgeht, beginnt dann quasi dieser super verwirrende Teil. Hier können wir das Ganze auch nochmal so machen. Hier muss ich nochmal überlegen, macht glaube ich so am meisten Sinn. Und hier vielleicht auch nochmal ein bisschen Dirt, so zack. Ja, so kann man es auf jeden Fall lassen, Freunde. Wobei das hier gefällt mir sogar so ein bisschen besser. Ja, Leute, sehr, sehr geil. Okay, also kommt man dann quasi hier durch. Lass mich mal kurz überlegen. Dann habe ich hier nochmal so eine andere Mod am Start. Und zwar Fake Dirt nennt die sich. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier so mache, dann sieht das doch eigentlich aus wie eine ganz normale... Hä? Okay, ich habe den falschen Block ausgesucht. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Aber mit diesem Dreck können wir auf jeden Fall ganz normal durchlaufen. Okay, das eignet sich doch schon mal perfekt. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt einfach so... Sieht sogar meiner Meinung nach eigentlich recht authentisch aus. Also, ja, kann man so machen. Das heißt, er geht hier durch, geht hier und kann dann hier durchlaufen, um wieder dort hereinzulaufen. Also kann man quasi einmal ums Haus drumherum laufen. Kommen wir jetzt aber in das Haus herein, Freunde. Denn in das Haus herein gibt es ja aktuell noch keine Möglichkeit. Ich hätte nämlich genau deswegen gesagt, dass wir einfach mal einen Weg machen... Irgendwo unauffällig. Ich hätte gesagt, wir schnappen uns einfach mal hier eine ganz normale Minecraft-Leiter. So, und dann kann man nämlich jetzt hier so hochklettern. Und jetzt machen wir hier einfach mal eine Tür hin. Das hier mal so ein bisschen hässlich abzudecken. So, genau hier haben wir dann nämlich diese Tür. So, und wenn wir durch diese Tür hereingehen, dann landen wir erst im Inneren von Haus. Das heißt hier, zack... So, das ist dann quasi der Eingang vom Haus. Das gleiche muss ich natürlich auch noch im Haus platzieren, aber indem ich hier reingehe. So, das heißt, hier landen wir dann einfach mal im Haus drin. Also sieht jetzt halt ein bisschen lost aus im ersten Moment, weil ich das ganze Portal hier erstmal aktivieren muss. Aber wenn wir jetzt quasi hier das Ganze anzünden, landen wir auf jeden Fall im Haus. So, und zack, genau, hier sind wir im Haus angekommen. Perfekt, das kann man jetzt auch wieder abbauen, das ist kein Problem. Nur der erste Moment musste halt erstmal so sein. Dann können wir quasi jetzt hier reingehen. Machen wir einfach so einen Gang geradeaus, hätte ich gesagt. Und dieser Gang geradeaus, der führt nämlich irgendwo zum Spawn hin, hätte ich gesagt. Ich habe mir jetzt einfach mal diese Wasserquelle hier ausgesucht. Ich glaube, daran denkt man nämlich gar nicht, dass wir dann hier quasi herauskommen könnten. Das heißt, wir platzieren jetzt hier einfach mal ein paar Leitern. Und wenn ich jetzt hier... das Ganze so platziere, zack. Dann müsste jetzt wieder ein Portal aufgebaut werden. So, wir drücken mal drauf. Und jetzt, okay. Also es funktioniert auf jeden Fall. So, ich mache aber am besten hier nochmal eine Tür hin, damit das ein bisschen schöner aussieht, so vom Übergang. So, also Tür kommt hier herein. Das haben wir schon mal auf der einen Seite eine Tür, aber ich will eigentlich hier so eine Tür haben, genau. Also, wir sind jetzt hier kurz in unserem Haus, können hier also alles beobachten. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen was jetzt kaputt gemacht. Das Verwirrende daran ist halt, man guckt hier herein, dann sieht man so diesen Übergang. Man guckt hier durch, wo man ist hier Dreck. Also irgendwie, es ist super sinnlos. Hier geht man durch, auf einmal ist man wieder neben der Tür. Und wenn man jetzt hier hereingeht, dann geht man ja eigentlich an links, aber man landet automatisch in der Mine und ist dann wieder am Spawn-Anfang. Also irgendwie... Es macht alles gar keinen Sinn. Und genau das will ich ja bezwecken, dass er so verwirrt wird. Was vielleicht auch nochmal ganz lustig kommen könnte, wäre, wenn wir jetzt hier noch eine Art Untergrund machen. Wisst ihr was, Freunde? Ich troll ihn sogar noch einmal. Ich habe ja hier TNT am Offen-Server. Ich schnapp mir also einfach ganz normales TNT und ich mache die 0815-Falle. Also das Ding ist halt, diese Falle, ja, er rechnet ja nicht damit, dass ich eine Falle baue. Deswegen kann ich hier einfach TNT hin tun. Gravel,
Dann kommt noch einmal gleich die Pressure Plate rüber. Zack, hier so eine schöne Pressure Plate. Und er fällt einfach runter und bekommt dann Schaden oder stirbt halt dementsprechend. Ich will das Ganze aber noch ein bisschen auf die Spitze treiben eigentlich. Vielleicht mache ich hier noch so ein ganz kleines Haus daneben. Was hier in der Art. So, wirklich so ganz, ganz, ganz klein. Wo wirklich das kleinste Haus, was man sich vorstellen kann. Ein 1x1 Haus ist es von außen. Also man sieht auch, dass es kein großes Haus sein kann. Ich meine, es steht hier so sinnlos in der Gegend herum. Ja, ja, so. Es muss ein bisschen frei sein, damit man halt wirklich auf den ersten Blick sehen kann, okay, das Haus ist auf jeden Fall nicht groß. Sowas hier, genau. Dann mache ich hier nochmal ganz normales Holz hin, so zack, zack. Einfach irgendwie. Und auch von der Seite ist ersichtlich, das kann hier kein großes Haus werden. Deswegen wird es jetzt auch nochmal umso interessanter, denn wir starten uns natürlich wieder hier diesen Portal-Helper. Und wenn ich jetzt hier Folgendes mache, Hokus Pokus, dann haben wir das erste Portal gesetzt. Jetzt fliegen wir noch mal ein bisschen weiter weg. Und ich habe jetzt hier das XXXL-Haus schlechthin platziert. Ich meine, schaut euch einfach mal an, wie groß das hier ist. Zumindest von innen aktuell. Damit man hier aber auch noch was sehen kann, will ich hier noch mal Licht platzieren. Oder wisst ihr was, Leute? Ich mache hier einfach so gigantisch große Fenster rein. Ich denke mal, das reicht auch aus. So, okay. Also das hier ist dann quasi der Raum, wo man reinkommt. Also die Fenster sind jetzt auch nicht symmetrisch, muss ich dazu sagen, aber ist mir auch eigentlich komplett egal. Es geht ja nur um diesen Effekt, dass ja, man sieht, dass der Raum eigentlich ja viel größer ist und dass es hier eigentlich gar nicht reinpasst. So ein bisschen lost, dass man hier links die Insel sehen kann. Portalblöcke hier hin. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt hier nochmal anzünden. Klappt es? Ja, es klappt, Leute. Es klappt auf jeden Fall. Okay, sehr, sehr geil. Dann haben wir schon mal hier den perfekten Übergang hinbekommen. So, das heißt, jetzt hier auch nochmal die Blöcke wieder ersetzen, damit es auch ein bisschen schöner aussieht. So, zack. Ja. Und ich glaube, das hier verkaufe ich ihn einfach mal als Lager. Jetzt platziere ich hier einfach noch so ein paar Kisten, damit es halt, wie gesagt, so aussieht, als wenn hier überhaupt irgendwas ist. Weil dieser Raum, ja, der hatte halt gar keinen Sinn. Und so hat er einigermaßen Sinn. Also, ich denke mal, das sollte jetzt echt genügen, Freunde. Das wird schon für genug Verwirrung sorgen, wenn wir auf einmal hier diesen fetten Giga-XXL-Raum haben und hier und da. Also es wird echt lustig. Ich bin echt gespannt, wie Marcel reagieren wird. Und ich würde sagen, wir warten mal ab, bis er fertig ist. So, Marcel, ich bin endlich fertig mit Bauen. Du bist auch fertig. Ich bin auch fertig. Puh. Also ich bin echt gespannt, was du zu meinem Haus sagst. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal rüber zu dir. Und okay, komm gerne mal rüber. 3, 2, 1 und wow, was? Boom, ich habe eine ganze Villa gebaut. Als ob das gebaut ist, da war kein Müll. Mal. Wirklich, guck mal, hier mit den Laternen. Familie Griffin, ja moin. Okay, Wir sind ein paar Familien mit dem Auto unterwegs, ne? Mhm. Hier natürlich Familie Griffin mit der Klingel, die nicht funktioniert. Ah, hättest du so eine Jukebox hintermachen müssen, so. Ja, gut, hätte ich machen können, das stimmt. Warte mal. Das müssen wir nochmal ganz nachholen, so. Siehst du? Ja, sieht auch sehr gut aus. Also hier haben wir meinen Porsche Cayman S. Sehr geil. Ja. So, dann haben wir hier meinen Vater, der ist schon am Schluss. Junge, wie... Moin, was geht ab? Peter Griffins Vater, also man kennt ihn. Hier ist die Garage, ne? Hey Junge, was hast du denn hier gebaut in so einer Zeit? Hier ist so eine schöne Glocke. Lol. Hier ist meine Katze, also Innenausstattung ist auf jeden Fall noch nicht... Ah, okay, da, also ja. Frisch eingezogen, ne? Die Möbel kommen noch an, ne? Das ist meine süße Katze. Mhm. Ja, und sonst kann man hier nochmal rausgehen, wenn man ein bisschen Sonnen will hier, ne? Schön okay, entspannt, ganz entspannt. Das ist so meine Villa, würde ich sagen. Das sieht sehr, sehr krass aus. Ich hätte das nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, bis jetzt gab es noch keinen, der was so Gutes hingebaut hat wie du. Das ist sehr, sehr nett. Vielen Dank. Also, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Leute, ich bin gespannt, was du gebaut hast. Ne? Ja, ich auch. Also, Leute, schreibt mal in die Kommentare gerne, wie ihr das Ganze hier findet von Marcel. Und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal rüber zu meiner Seite hier. Okay, ich drehe mich um. Genau. Und 3, 2, 1, darf ich umdrehen? Oh, okay. Ich habe hier so eine Art Tal erstmal hingebaut für den Anfang. Sehr, ne? Sehr geil. Sehr, genau. Habe ich leider nicht vergessen. Warte. Ich muss dir mal so eine ganz kleine Tour geben, ne? Okay, und ich zwar. Genau. Wir fangen an am besten mit dem linken Haus, ne? Das ist so eine Art. Das ist ja kein Haus, das ist ja. Ja, einfach, ne? Also wenn du jetzt so ein bisschen drumherum läufst, ist es halt so eine Art kleines Lager, ne? So kleines Lager halt, ne? Ja, ein Block und wenn, halt, ne? Genau, wenn Hä? Du jetzt. Was denn?
Hä? Also wir gehen jetzt mal rein, würde ich sagen, in mein Lager. Und wenn wir jetzt hier in dem Lager. Komm mal rein am besten, nicht gesagt. Was? Was? Warte, was ist das? Das ist doch. Das sind drei Blöcke! Das sind drei Blöcke! Ja, und. Wenn ich da reingehe. Da ist doch kein Glasdach. Hä? Aber warte, stimmt, das habe ich vergessen, sorry, warte mal, so, zack, jetzt ist ein Glas da. Ach so, das soll das Glas da sein. Ja, habe ich vergessen, sorry, ist klar, dass du dann verwirrt warst, aber so ist jetzt das Glas da. Genau, also wir sehen jetzt hier, das war so als kleines Lager gedacht, ne? Und wenn du jetzt hier mal zur Glasscheibe laufst, siehst du ja auch so ganz schön, wo bist du? Warte, können wir mal ganz kurz nochmal alles von euch Also du willst mir gerade erzählen, dass ich in ein Blockhaus reingehe? Und das ist ein Blockhaus. Drei mal drei. Ja, da bist ein bisschen genau. Größer, ne? Ich hab da ein bisschen rumgetrickst hier, so ein bisschen den Block zur Seite geschoben, ne? Aber das kommt ganz gut hin, ne? Wie ist das machbar? Ja, wie gesagt, ein paar, ich hab mir von Architekten ein bisschen Hilfe geholt, weißt du? Achso, ja. Die haben mir geholfen, okay. Ne? Genau. Die tun immer mal so, als ob das ganz normal ist, was hier. Das ist doch normal. Ist doch normal, ja, das ist total normal. Also, guck mal, hier haben wir mein Lager. Siehst du da diese Kisten hinterm? Wir können da mal ganz kurz. Geh am besten mal durch zum Lager hin, hätte ich gesagt, ne? Nochmal, wir spielen das nochmal zurück. Ich genau. Gehe in einen 3x3 Block rein. Ja. Und hier drinne ist einfach alles riesengroß wie in einem Palast. Ja, also und das ist normal. Ja, doch. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier diese Kisten. Dachte ich mir, da kann man ein paar Sachen hin tun. Also wenn jetzt hier links außen rumläufst, ne, hast du jetzt diese Kisten. Warte, ich bin gerade. Sorry, dass ich hier unterbreche, aber. Ja. Das Lager ist doch hier. Hä? Was? Warte mal. Das Lager ist doch gerade hier. Also sozusagen links von mir. Dann gehe ich in eine Tür, die ist rechts. Ja. Und dann ist das Lager vor mir? Ich sehe nur das Lager hier links neben mir und vor mir. Ja, warum nicht? Also ich komm mal hinterher. Ja, ich komme hinterher. Ich laufe hinterher. Hier ist das Lager. Ja. Okay, und. Nee, warte mal. Da geht's ja weiter. Wir wollen ja nicht weitergehen. Wir wollen zurück. Nochmal zurück. Kommst du hinterher? Okay. Ja, ich komme hinterher, genau. Hier ist das Lager und ich gehe rein und hier ist das Lager. Ja, hier ist das Lager, genau. Ja, ein bisschen, ich dachte mir, ein bisschen Cardio tut halt auch nicht. Tut Peter Griffin ganz gut. Rechts oder? Ja. Hey, was soll das denn heißen? Nix. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir genug hier rumgetrödelt. Wir gehen jetzt weiter. Hä? Ja, das Haus. Ja, wir müssen es abschließen, ne? Ist ganz wichtig. Ich bin doch gerade ein Haus in einen neuen Raum gegangen und ich gehe rechts drauf und ich bin da, wo ich vorhin reingegangen. Warte, ja! Warte. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das muss ich mir jetzt nochmal ganz kurz angucken. Hä, wo bist du? Warte, wenn ich jetzt hier rausgehe, wo komme ich da raus? Da kommst du wieder raus. Hä, ich bin doch. Komm, nein, wir machen voll. Warte, Marcel, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter, weil ich merke, dir gefällt das Haus nicht so ganz. Ich kann es verstehen. Mir gefällt das Haus super, aber ich verstehe das Haus nicht. Das Haus ist eigentlich ein ganz neues Haus, ne? So, ich würde sagen, wir gehen aber zum nächsten Haus rüber. Das hier ist nämlich das nächste Haus hier. Das ist so mein Wohnhaus, dachte ich mir, ne? Das heißt, geh mal am besten durch. Warte, darf ich mal ganz kurz raten? Das Haus sieht von außen wieder sehr klein aus. Und ich gehe da gleich rein und dann ist das wieder riesengroß. Nee, ein bisschen anders. Okay, geh mal durch am besten. Genau, geh mal rein. Eine Falle? No. Nein, Mann, das war eine Falle, Mann! Du sollst reinfliegen, egal. Guck mal hier, siehst du, das war eine Falle. Oh mein Gott, das hat nicht geklappt. Egal, gut. Doof gelaufen. Auf jeden Fall kommst du dann nämlich hier rechts raus. Guck mal, lauf mal durch. Hallo, hier durch. Also du läufst quasi ins Haus rein und bist dann hinterm Haus. Stehst du? Hä? Warte mal. Ja. Ich gehe hier. Komm mal von neu. Ich gehe rein ins Haus. Ja. Und dann bin ich gar nicht im Haus, sondern hinterm Haus. Hinterm Haus, genau. Du kannst so eine kleine Runde laufen. Und wie hast du das hier gemacht? Hier ist doch Erde. Wie kann ich denn durch Erde laufen? Ja, du kannst einfach durch Erde laufen. Das ist Treibsanderde, weißt du? Na, genau. Aber es muss ja irgendeinen Weg geben, um auch ins Haus reinzukommen, ne? Ja, wie komme ich denn da rein? Nee, das wäre zu einfach. Komm mal mit. Ich habe dafür nämlich... Ja? Ah, nee, okay, nee. Ich dachte schon, okay. Also ich habe dafür nämlich hier diesen linken kleinen Weg hingebaut, ne? Die Treppe da oben? Ja, genau, diese Leiter da hinten. Da soll ich hochgehen? So, da geh mal hoch, genau. Geh mal hoch einfach, ne? Mhm. Zack, jetzt gehen wir hier nach oben, so. Okay. Zack, jetzt sind wir im Haus. Hey. Wir sind im Haus drin. Also wenn ich jetzt hier... Also ich war doch gerade auf der anderen Seite noch. Ja, ich weiß. Jetzt können wir hier raus, genau, theoretisch hier raus. Nein. Und jetzt sind wir hier wieder. Nein. Warte, wir machen aber noch weiter. Es wird noch lustiger. Warte. Du kannst nämlich dann nach hinten wieder zur Leiter gehen, ne? Da, wo wir gerade hochgelaufen sind. So.
sind jetzt im Haus drin. Ja. So, aber wenn du weiter geradeaus läufst, mach mal nochmal ein bisschen ein Stück, genau, geradeaus. Mach mal die Trapdoor. Dann sind wir wieder am Spawn-Anfang. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das ergibt ja alles gar keinen Sinn hier. Ich gebe mir Mühe, um ein schönes Haus zu bauen und du baust einfach komplettes Trollhaus, was mich einfach komplett aus dem Leben nimmt. Findest du mein Haus jetzt nicht schön, oder was? Ich finde dein Haus wunderschön, aber es macht einfach keinen Sinn. Also, Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den beiden Häusern haltet? Moment. Sag mir nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit gerade auslaufe, ist das ein Loop, der sich einfach nur... Wo bist du denn gerade überhaupt? Bei deinem Lager. Achso, warte mal. Und da bist du wieder. Hä? Ich bin drei Lager gerade ausgelaufen und ich bin jetzt wieder hier bei dir und du kommst einfach durch die Tür. Das ist ein Zeichen. Leute, wenn euch dieses Zeichen gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Also ich fand's sehr unterhaltsam. Ich hoffe, du hast auch Spaß, Marcel. Also das ist jetzt zu viel für mich. Ich gehe jetzt. Tschüss. Bis dann, Leute. Lasst ein Like da und ciao.